Die Zeiten, wo man irgendwie alle 5, 6, 7 Jahre ein Album released, so Superstar-Modus, sind, glaube ich, einfach halt vorbei. Diese Stadt hier ist ein Kriegsgebiet. Dafür lieb ich sie, denn es ist... Ist ja auch so, dass es mittlerweile schon Künstler gibt, die ihr Album in Form von einer Spotify-Tracklist quasi releasen. Die einfach sagen, ey, ich habe jetzt hier meine 12 Songs in dieser Spotify-List und das Album ist quasi ein stetig wandelndes Kunstprojekt. Also wo einfach immer in einem gewissen Turnus ein neuer Song dazukommt und der am wenigsten gespielte fällt quasi unten raus. Natürlich ist es quasi so, dass dieses Albumformat an sich, glaube ich, auf lange Zeit irgendwie aussterben wird. Aus dem Grund, dass die Leute halt einfach viel punktueller Musik hören. Und dadurch fällt natürlich dieses Albumformat ein bisschen nach hinten. Weil die Leute einfach, glaube ich, größtenteils eher Songs konsumieren. Und ja, gut, ob das gut ist oder schlecht, ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch immer Geschmackssache, auf was man steht. Ich bin ein großer Fan von diesem Albumformat. Aber hilft uns, glaube ich, allen nichts, sondern wir müssen uns natürlich einfach da ein bisschen beweglich bleiben und darauf reagieren, was halt die Leute halt wollen. Und das werden wir, glaube ich, machen.